Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir haben Flussheim erreicht in der letzten Folge und ich würde hier gerne mal mit ein paar Leuten sprechen. Wer seid ihr? Nur ein Reisender. Ihr seid Alfred, richtig? Der Kindheitsfreund eines Mannes namens Jero. Jero. Es geht um seinen Tod, richtig? Diesen Amoklauf. Ja, ihr wisst davon? Natürlich. Wer weiß es denn nicht? Jero war doch einer von uns. Es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber wollt ihr die Meinung eines alten Mannes hören? Ich hatte schon immer geahnt, dass so etwas irgendwann passieren würde. Malfoy, verzeih mir, dass ich derart über einen heiligen Hüter spreche, aber es ist die Wahrheit. Ihr meint, ihr habt es kommen sehen? Inwiefern? Schwer zu erklären. Kommt, setzen wir uns. So redet er sich besser. Ich setze mich mal dazu. Die nah an ihm, wie ich sehe. So. Ach, Jero. Da habt ihr wirklich ein Kapitel aufgeschlagen, wisst ihr das? Ihr hattet recht mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Wir zwei waren früher beste Freunde. Unsere Väter haben sich gekannt. Und seit ich denken kann, haben Jero und ich irgendwelchen Unfug miteinander getrieben. Zumindest bis seine Mutter damals starb. Nicht an Altersschwäche, schätze ich. Nein, Banditen. Mitten auf der Groschenstraße. Letztens ist das ja normal geworden, aber damals galt sie noch als sehr, sehr sicher. Sie war auf dem Weg nach Ark mit drei anderen Frauen und oben beim Pass ist's dann plötzlich passiert. Niemand hat überlebt. Jero hat es zerschmettert. Wobei ich fast glaube, dass das Schlimmste für ihn war, wie sein Vater nach dem Vorfall zerfallen ist. Die Fischerei verkam und der arme Kerl tat Tag ein Tag aus nichts anderes mehr als saufen und schlafen. Das hat Jero für immer verändert. Wie genau? Tja, gute Frage. Einerseits wurde er zum Mann, trotz seines zarten Alters. Und andererseits hat es etwas in ihm geweckt, könnte man sagen. Den Wunsch, irgendwie mehr aus seinem Leben zu machen. Die alte Mutter Jennika hat das gemerkt und nahm ihn zum Lehrling. Er lernte lesen und schreiben und konnte die gesamten heiligen Verse irgendwann auswendig. Und wenn er nicht gerade seinem Vater aus dem Suff helfen musste, half er überall im Dorf, wo er konnte. Er hat seine Trauer in Schaffenskraft verwandelt. Das klingt doch eher nach einer guten Entwicklung. Ja, so kann man es sehen. Es dauerte nicht lange, da war er das Juwel des Dorfes. Der strebsame Fischerjunge, der, obwohl er nur schaffenden Pfades war, zu großem bestimmt sein konnte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Ordenshüter kam nach Flussheim, um das Wunderkind mit eigenen Augen zu sehen. Und siehe da, in all seinem Scharfsinn hatte er noch eine schlummernde Magiebegabung. Der Hüter nahm ihn mit und ein paar Monate später begann er sein Noviziat. Seither habe ich ihn nur noch zweimal gesehen, weil er nur noch sehr selten nach Flussheim kam. Ich glaube fast, dass er gar nie bemerkt hat, wie sehr mich das damals getroffen hat. Und was meintet ihr nun damit, dass sie Jeros Tat hat kommen sehen? Tja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, es war die Art und Weise, in der er immer von seinen großen Plänen erzählte. Wie er die Welt verbessern würde und zum mächtigsten Hüter seit Loram Wasserklinge aufsteigen würde. Hinter all dem war nämlich immer so eine Wut. Eine Wut gemischt mit unglaublicher Trauer und Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass ihm das selbst wirklich klar war. Diese Wut war es nämlich, die ihm die Kraft gab, all das zu tun, Tag und Nacht zu schuften und zu lernen. Aber auf mich wirkte sie auch immer gefährlich, wie der blaue Tod. Er lauert in dem weglosen Magier, der glaubt, Magie ohne die Hilfe des Ordens meistern zu können. Und erst schenkt er ihnen Kraft. Aber dann, eines Tages, bricht er mit all seiner unheiligen Zerstörungskraft hervor und macht sie zu den Bestien aus den alten Liedern. Aber was soll's? Ich bin nur ein alter Mann und was weiß ich schon von solchen Sachen. Lasst mich nun etwas schlafen gehen, Madame. All die Erinnerungen machen mich müde. In Ordnung, danke für eure Hilfe. Ja, natürlich. Jeff mag von Alfreds Erzählungen berichten.
So, warte mal. Die Leere. Die Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses ins Meer geworfen hat, hinten. Okay, mit ihm muss ich wirklich quatschen. Okay. Und ins Meer geworfen? Warte mal, stand er jetzt wirklich ins Meer geworfen? Ins Meer geworfen. Muss ich jetzt den ganzen Weg zu Jasper zurück, oder wie? Ich wollte mich hier doch noch ein bisschen umsehen. Silas, mit dir will ich mal reden. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Nein, nicht jetzt. Ich hoffe, wenn ich da den Weg wieder zurückgehe, zu Jasper, dass ich jetzt nicht direkt wieder angegriffen werde. Obwohl, da könnte gleich ein Wolf wieder sein. Da kommt gleich bestimmt wieder ein Wolf. Dieses Mal kann ich hier in Ruhe entlang. Ich schnellspeichere einmal. Weil ich die Befürchtung habe, ich könnte vom Wolf getötet werden, der hier irgendwo rumlungert. So, ich wollte den Hängenden hier eigentlich mal ansehen. Ja, da kommt schon der Wolf. Ich hoffe, ich bin weit genug von dem. Ja. Und dahin wieder die Banditen. Was haben wir hier? Fallen so auf, ich dachte, ich könnte die einsammeln. Das wäre so schön gewesen, hätte ich das einsammeln können. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier Karte gucken. Ah, okay, da unten. Die Schatulle, die ins Meer geworfen wurde. Oder warte, nochmal schnell speichern. Das sind ja Banditen. Straßendiebe. Wieso rennen die? Alter, wie? Da ist ja noch einer. Okay, die erste haben wir tot. Autsch. Alter, da ist noch einer mit Pfeil. Also mit Bogen. Ja. Den da muss ich loswerden. Alter. Schlampe, Elende. Nenn mich nicht so. Nein, jetzt steckt mich. Ja. Alter, ging vier gleichzeitig. So, den Pfeil bin ich jetzt. Ich habe echt günstig gespeichert. Autsch.
Den will ich erstmal loswerden. Alter, wie die kämpfen. Alter! Gar nicht. Autsch. Wer ist das alles? Alter. Ja. Den großen habe ich. Wer ist das alles? Immerhin haben die Schilder. Ich will die Schilder haben. Alter, was? Warte. Hab ich. Alter, kämpf. Wie kann man so kämpfen? So, die sind wir auch los. Alter, was? So, die Pfeile nehmen wir. Ich nehme das mal mit. Den rüste ich mal aus. Schädel. Autsch. Alter. So, nochmal ein Genesungsprogramm. Nehmen wir mit. Lederharnisch rüsten wir aus. Lederhelm ausrüsten. Lederschild nehmen wir mit. Lederstiefel. Menschliches Herz sein. Autsch. Ich hab. Tränke nehme ich mal mit. Autsch. Eisenhelm. Wow. Alter. Ich ergreife die Flucht. Den Kampf werde ich nicht überstehen. Schauen wir, ob ich hier irgendwo hoch kann. Ja! Scheiß Wolf hat mich gekillt. Guck mal. Vielleicht kann ich hier oben die zuerst erledigen. Aussie! Wie der Wind eines Flohs. Jo, jetzt kommen die auch von hinten. Der Kampf wird nix. Das wird hier nichts. Ich glaube, hier komme ich erstmal nicht weiter.
bin einfach zu schwach und einfach zu schlecht gerüstet. Gibt's da vielleicht ein Dingens? Oder warte. Vielleicht können wir die hier erledigen. Hier waren ja noch zwei irgendwo. Dich schnapp ich mir. Und dann stelle ich dir das Fleisch von den Knochen. Ja, die hat ja auch einen Schild. Brennt im Sonnenfeuer. So. Ihre Ausrüstung. Das ziehen wir an. Knochenmehl. Oh, nehmen wir mit. Lederschild rüsten wir aus. Schädel brauchen wir nicht. Nur ein Kratzer. Glück. Jo. Okay, jetzt brauche ich eine Genesung. Treffer. Glück. Treffer. Ja. Wie der Biss eines Flohs. So. Das nehmen wir mit. Dietriche, Eisendolch. Das rüsten wir aus. Das nehmen wir trotzdem mit. Langbogen. Der hat einen besseren Bogen als das, was ich habe. Machen wir den weg. Ne, den machen wir weg. Schwere Rüstung, Lehrling. Nun genug. Silberkerzenständer. Und Winkeleisen. Bauplan Eisenhandschuhe. So, hier haben wir jetzt gespeichert. Jetzt ist auch, wird jetzt langsam dunkel. Will die Krabbe Stress? Das ist ja süß. Das war jetzt echt süß. Warte, da liegt was. Muschel. Muschelfleisch wurde hinzugefügt. Auch nice. So, warte mal. Z. Haben wir für hier wieder ein bisschen was? Ich hoffe doch, ah ne, für hier habe ich nichts, okay. So, der Anspruch an die Novizen des Ordens ist groß. Vor dem Aufstieg zum Ordenshüter müssen sie eine Prüfung ablegen, die nicht... Angriffe können sowohl mit einer Waffe als auch... Die gehen sehr schnell weg. Hier. Nein, hier. So, Handwerkspunkte habe ich noch ein paar. Richtung wollte ich. Vielleicht sind wir jetzt in der Lage, die ein bisschen besser auszuhalten, sagen wir mal. Kürbispflanze. Ich speichere hier nochmal schnell. Wohl, warte. Ne, so. Verdammt. Okay, jetzt werde ich Probleme haben. So.
Auch bessere Waffen, bessere Rüstung. Obwohl, jetzt sieht's besser aus. So, die haben wir. Out. Nein! Alter, was war das denn? Jau. Was machen die denn eigentlich für so ein Ding? So, jetzt brauche ich so was. Das war schon alles? Den drauf? Ja. Verdammt! Das war schon alles? Ja. So, nehme ich mit. Nehme trotzdem auch alles mal mit. So. So, das nehmen wir auch mit. Kann man verkaufen. Jetzt ihn. Alter, wieder. Ihr seid auf Stufe 3 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und eine Erinnerungspunkte erhalten. Derzeitige Attribute: Lebensenergie 99, Mana 88, Ausdauer. Ich würde nochmal auf Lebensenergie gehen. So. Das nehmen wir mit. Das. Langbogen. Wir nehmen alles mit von ihm. So, was haben die hier? Geisterwolf rufen. Gegrillter Lauf. Kelch. Teller. Einzelteile. Was sind das für Einzelteile? Wofür braucht man die? Ich ruhe mich hier trotzdem einmal aus. Obwohl, wenn es dunkel wird. Machen wir so. Ich glaube, wäre angenehmer. Bis 6 Uhr morgens. Gucken wir hier nochmal. Genau. 5 Lernpunkte, Handwerkspunkte 8, Erinnerungspunkte. Okay, wir können wieder einen hier verteilen. So, Rage. Was macht das hier nochmal? Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Eure Ausdauer regeneriert sich fortan um 20% schnell und ihr haltet das Talent Schatten des Windes, das euch kurzfristig leiser schreiten lässt und eure Chance auf einen kritischen Treffer um 7% erhöht. Was war das hier? Rage. Diese Änderung schaltet alle Kriegerdisziplinen für euch frei. Das Gewicht schwerer Rüstung ist ab sofort um 10% reduziert. Außerdem erhaltet ihr das Talent Rage, das für kurze Zeit euren Waffenschaden erhöht. Hüter Moloch. Landsknecht. Klingentänzer. Diese Änderung des Klingentänzers verbessert euer Geschick im Führen einer oder zweier Einhandwaffen. Stufe 1 erhöht Einhandschaden um 8%, Stufe 2 erhöht Einhandschaden um weitere 7%. So. Talgard wurde 6136 nach ST durch ein. Durch ein was? So, es ist früher Morgen. Wir sind jetzt Stufe 3. Und ich hoffe, wir sind in der Lage, den Wolf gleich da zu erlegen. Wir sind aber auch ein bisschen besser gerüstet mittlerweile.
Also, ich glaube, ich muss in die Richtung. Kann das sein? Ja, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Zwei Wölfe. Wir haben uns mit Wundbrand infiziert. Heilt das irgendwann? Wolfsfell. Aktive Effekte. Wundbrand. Ihr seid 50% weniger effektiv im Nahkampf. Na super. Und seltsames Fieber. Lied der blauen Insel. Kulturbonus. Erhöht Rhetorik und Fingerfertigkeit um 4. Fernkampf um 2 und Tragkraft um 10 Punkte. Meditation um neue Erinnerungen freischalten und somit eure Fähigkeiten verbessern. Rage, Schatten des Windes. Ich hätte jetzt gerne irgendwo noch mal einen Schlafplatz. Weil, warte mal, nee, ich muss hier gucken, ne? 11% haben wir jetzt gerade hier, Dings. Ich dachte schon, was rennt da jetzt auf mich zu? So. Nee, das ist der falsche Weg. Ich muss den Weg tatsächlich nehmen. Boah, die Musik ist aber echt schön. Einmal schnell speichern. Hier werden wir gleich angegriffen oder so. Ah, okay. Jasper ist wahrscheinlich hier. Was ist das hier? Jeros Haus entdeckt. Aber ich muss einmal kurz zum Meer. Alter, liegt hier einfach mal eine riesige tote Schlammkrabbe. Was? Kleine Truhe. Und da muss ich hin. So, Schatulle. Schlüssel von Jeros Dings. Tagebuch. Nehmen wir mit. Aber das hier finde ich jetzt cool. Gestartet Geheimnisse. Herausfinden, was der Schlüssel von Jeros Schatulle öffnet. Okay. So, das ist ein ganzer Steg hier. Ne, das ist ein Eisenbahnschienen. Ist nicht Jesper hier? Mana-Pilze?
Eisplanke. So, ich wollte schon sagen, warum kam ich nicht rein? Jeros Keller. Erstmal will ich hier gucken. Der Kirschner und die Windbank. Alter, ist das viel zu lesen. Wir werden die Bücher auf jeden Fall alle lesen. Nur nicht jetzt. So, Feder, Laterne. Bett kann ich nicht benutzen. Alter! Salz. So, das nehmen wir mit. Hier ist noch mehr, was mich angreifen will. Irgendwo. Lederharnisch und kleiner Rucksack. Wir können einen kleinen Rucksack haben. Was will mich hier aber angreifen? Das kennen wir. So, Besen, ranzig, gefüllt. Set des vielgereisten. Es gibt Sets Ausrüstung. Eine Pfeife. Um Friedenskraut zu rauchen, wählt eure Pfeife in eurem Inventar aus. Was, verdorbener Käse? Friedenskraut. Warte mal, den Käse will ich wegwerfen. Ah, hier, den lernen. Habe ich hier noch mehr zum Lernen? Nope. So, Geisterwolf rufen. Zauberwolf Lebensabsorption. Ihr wisst, das wisst ihr bereits. Lebensabsorption Rang als A, okay. So. Wo ist denn der verdorbene Käse? Verursacht 5 Punkte Giftschaden. Lass ihn mal weg. Ich suche Skelett. Kennen wir schon. Lavendel nehmen wir mit. So, hier. Magie erfüllter Bronzeanhänger. Ring des Fährtenlesers. So. Ich wollte jetzt hier einmal schauen. Wir hatten ja jetzt irgendwie ein Set-Ding. Set des vielgereisten. Fußstapfen des vielgereisten. Rüstungswert sogar nochmal plus 5. Schleichen ist 4% effektiver. Rüsten wir das doch aus. Jeros Keller. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte so. Feine Kleidung. Durchsuchen Schrank. Ein Hufeisen. Wofür braucht man ein Hufeisen?
nehmen wir mit. Schwere Lederhandschuhe. Eisendolch nehmen wir mit. Ich höre hier irgendwas rumlaufen. Benutzen Phasma-Listentisch. Talisman. Verlassen. Attribute. Talisman schaffen. Ausrüsten. Ihr tragt keinen Talisman. Kampfstil. Talisman schaffen. Wähle einen Gegenstand zum Erschaffen. Ist das Jesper? Nehmen wir mit. Menschenfleisch nehmen wir auch mit. Turbo Chaos Nova, Rang 1. Ektoplasma nehmen wir auch mal mit. Nee, ich will den Genesungstrank. Feuersalze. Mit wem redest du? Ich kann hier nicht rasten. Wie kam er hier vorbei ohne... Oder hat er das schon gesehen gehabt? Ich müsste mal eben... Vielleicht doch einen Trank nehmen. Tappwurzel. Knochenmehl. Leere Weinflasche. Hi Jesper. Na, wenn das nicht meine neue Kumpanin ist. Und? Fündig geworden? Ich habe den alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. Er meinte, von Alfreds Gespräch erzählt. Ja, ich habe den Gegenstand im Wasser gefunden. Eine Schatulle. Jero hat darin Briefe versteckt. Eine Art Tagebuch. Jesper hat von den Briefen erzählt. Interessant. Ich kannte die Umstände nicht, unter denen seine Gefährtin gestorben ist. Das nenne ich mal traurige Ironie des Schicksals. Ermordet von denen, denen man helfen mochte. Aber gut. Jedes bisschen hilft uns weiter. Der Orden wird diese Briefe sehen wollen. Bleibt noch der alte Mann im Dorf. Ich sehe mich hier so lange weiter um. Ich habe den alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. Er meinte von Alfred. So. Das wird den Orden auf jeden Fall interessieren. Gute Arbeit. Dann hätten wir jetzt fast alles beisammen. Gute Arbeit. Was fehlt noch? Was ist mit euch? Habt ihr schon etwas gefunden? Ja. Und jetzt weiß ich auch, was damit anzufangen. Kommt mit. Ich wollte hier aber noch looten. Jesper? Verzauberungstrank ranzig. Warum alles ranzig? Lehrbuch? Oh. Jesper, ist er hier entlang gelaufen? Habe ich Fackeln? Ist Jesper hier entlang gelaufen? Da. Aber ich will hier noch einmal kurz gucken, beziehungsweise noch mal eine Stunde schlafen, damit die Gesundheit voll ist. Was haben wir hier? Enzyklopädie Arcana, Magie Teil 4. Nehme ich auch mal mit. Novize. So.
Ein Käserad. Sättigt für 300 Sekunden und sorgt für langfristige Lebensregeneration außerhalb des Kampfes. Je mehr Lebenspunkte ihr maximal habt, desto mehr werden regeneriert. Halt euch um 8 Punkte Lebens ein. So, Seelenstein nehmen wir mit. Lederhelm. Rezept Chimicum Schnelligkeit. Rezept für einen Trank Chimicum Schnelligkeit. Kleine Perle, Distel erhöht eure Geschwindigkeit in Wolfsform. Kann nur von Lykanthropen verwendet werden. So, die Groschen nehmen wir mit. Interagieren. Sternlingsschloss. Kann ich nichts machen. Hier auch nochmal. Bitte sehr, ein sogenanntes Sternlingsschloss. Und ich verwette meinen Allerwertesten darauf, dass sich eine weitere Antwort hinter diesem Gitter befindet. Was ist ein Sternlingsschloss? Das habe ich noch nie gehört. Wundert mich nicht. Solche Schlösser findet man normalerweise, wenn überhaupt, in Schatzkammern oder Burgen. Aber knacken kann man sie trotzdem. Nur, das wird sehr schwierig, wenn wir die richtigen Bolzen nicht haben. Man braucht also Bolzen, um es zu öffnen? Normalerweise ja. Eigentlich ist es simpel. Für jedes Schlüsselloch gibt es einen passenden Holzstift. Steckt man den dann hinein, rastet er ein und sind alle Schlösser eingerastet, öffnet sich die Tür. Hat man jedoch die passenden Bolzen nicht, sollte man sich auf den frustrierendsten Einbruch seines Lebens vorbereiten. Es sei denn, man kennt einen alten Trick. Und lass mir raten, du kennst den. Man kann anstelle der Bolzen normale Holzstäbe in das Schloss einführen. Die zerbersten dann zwar nach ein paar Sekunden, aber wenn man es schafft, alle Stäbe in die Schlösser zu stecken, bevor sie brechen, kann man den Hebel umlegen und so den Mechanismus überlisten. Es kommt also nur auf die Geschwindigkeit an. Also, ich schlage vor, ihr lauft die Schlösser ab und ich stelle mich auf die Druckplatte. Seid ihr bereit? Moment, was genau soll ich tun? Asche auf mein Haupt. Es ist ganz einfach. Ihr müsst möglichst schnell jeweils ein Hölzchen in jedes der 5 Schlüssellöcher einführen. Wenn ihr es rechtzeitig geschafft habt, stelle ich mich auf die Druckplatte und das Tor sollte sich öffnen. Wenn ihr zu langsam seid, dann brechen die Hölzer und ihr müsst wieder von vorne beginnen. Wunderbar. Schön. Hier sind die Hölzer. Gut, macht euch bereit. Und los! Mit Sprint könnt ihr sprinten. Wow. Ausgerüstete Waffen und getragene Rüstung verlangsamen euch. Warte mal. So, wo ist der nächste? Da. Verdammt, das war zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Ach, da oben war noch einer. Okay. Dann fange ich hier an. So. Na bitte. Wir sind ein gutes Duo, wirklich. Dann lasst uns doch mal sehen, was der alte Magister hier unten versteckt hat. Okay, ich sehe schon, was er da versteckt hat. Also. Gehen wir's an. So, explodieren die hier auch wie in Skyrim? Wow. Ja, tun sie. Wie in Skyrim. Puh. Ein Flammenelementar und kein schwaches. Dieser Jero verstand sich auf Magie, das steht fest. Ja. Bleibt nur noch die Frage, was zum Henker das da ist. Eine Leiche? Sieht nach einer Leiche aus. Die Frage ist nur wessen. Ich tippe schwer auf seine Gefährtin, diese Sira. Aber interessant, dass sich Jero schon vor seinem Amoklauf strafbar gemacht hat. Wissen, er hat sich strafbar gemacht? Wieso? Naja, Erdbestattungen gelten hier als heidnisch und sind seit gut 300 Jahren schon verboten.
Wir Endraleer verbrennen unsere Verstorbenen. Das Ganze nennt sich die letzte Reise. Man bringt die Toten zu einem für sie besonderen Ort unter freiem Himmel, damit ihre Seele von dort aus in die ewigen Pfade wandern kann. Klingt alles sehr poetisch, dient aber vermutlich in erster Linie der Seuchenvorsorge. Außerdem hat man wohl gemerkt, dass lebende Tote auf den Straßen keine Freude für Wanderer und fahrende Händler sind. Und andere Formen der Bestattung sind widerrechtlich? Ja, sind sie. Aber natürlich nur für den kleinen Mann. Die Reichen und Mächtigen haben nach wie vor ihre Familiengrüfte. Und alte Krypten von der Zeit vor der letzten Reise gibt es auf Enderal ohnehin genug. Und das ist auch gut so. Was wäre das Schatzjägerleben ohne einen Adeligen, der ein altes Familienschmuckstück in einer jahrhundertealten Krypta vermutet? Ja, stimmt auch. Und was nun? Sehen wir uns mal um, ob wir was finden. So, Feuersalze. Sieht aus wie die Mutter der Nacht. Jasper, was suchst du da? Da liegt genau ein Buch vor dir und den siehst du nicht. Und das ist genau das, was wir suchen. Und den siehst du nicht. Geliebte Sira, dies ist mein letzter Brief an dich und in ihm bitte ich dich um Verzeihung. Verzeihung dafür, dich ermordet zu haben. Nein, natürlich. Ich war es nicht, der damals dein Leben beendet hat. Aber ich war es, der es so weit hat kommen lassen. Warum? Weil ich es war, der dir damals die Meeren von Helden und Weltverbesserern erzählt hat. Ich war es, der dir sagte, dass es sich zu kämpfen lohnt. Ich war es, der dich mit seinen Hirngespinsten verpestet hat. Dabei wäre es doch so leicht gewesen, meine Narretei zu erkennen, wenn ich nicht einen simplen, grausamen Fehler gemacht hätte. Anzunehmen, dass die Welt gerettet werden will. Aber das will sie nicht. Sie will es nicht, sie wollte es noch nie. Und sie hat es nicht verdient. Ja, ich kann auch nicht glauben, dass ich das schreibe. Aber sieh dich doch um, Sira. Schau dir diese Welt an, in der wir leben. Wir haben so viel, aber sind nie zufrieden. Wir könnten Frieden schaffen, aber führen Kriege. Wir wählen Hass über Liebe. Und nein, Sira. Es gibt keine Perspektive, keinen Silberstreifen am Horizont, egal wie weit wir uns das einzureden versuchen. Ich bin es leid, mich zu belügen. Die Menschheit ist am Ende. Sie war schon, seit irgendein wahnsinniger Gott sie geschaffen hat. Ein kyranischer Philosoph schrieb einmal, dass wir alle irgendwann eine Wahl treffen. Die Wahl, aufrecht, aber unter Entbehrungen zu leben, oder verdorben und in Genuss. Die zweite Wahl bezeichnet er als die Wahl der Leere, denn das ist, was sich hinter ihrer schönen Fassade verbirgt. Sinnlosigkeit, Dekadenz, Leere. Und siehst du jetzt die bittere Wahrheit, Sira? Sie alle haben sich für die Leere entschieden. Wir, ja, wir waren anders. Wir gehörten zu den wenigen, die von Größeren träumten, die bereit waren, Opfer für das höhere Gut zu bringen. Und stell dir vor, was wir hätten erreichen können, wenn wir nicht alleine gewesen wären. Aber wir waren es. Von Anfang an. Und nein, Sira. Diese Worte fallen mir nicht leicht. Du von allen weißt es am besten. Ich wollte es glauben. Ich wollte so sehr glauben, dass es eine Perspektive gibt, dass man nur stark bleiben muss. Aber sieh, wohin es uns gebracht hat. Hier stehe ich, vor mir dein toter Leib, ermordet von denen, denen wir helfen wollten. Wir hätten einfach fliehen sollen, zu zweit auf eine ferne Insel, um dort gemeinsam alt zu werden. Aber das haben wir nicht. Und warum? Weil ich und mein Wahn dich verdorben haben. Auch ich werde gehen, Sira. Ich glaube nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, und es kümmert mich nicht. Aber bevor ich das tue, werde ich dieser Welt geben, was sie verdient. Erinnerst du dich? Sie haben sich für die Leere entschieden. Und die sollen sie haben. Was habt ihr da? Lasst mich mal sehen. Ein tragisches Ende für eine tragische Persönlichkeit. Gut, ich denke, das sollte dem Orden genügen.
Erstmal, ich wollte kurz sagen, ich fand das mega, dass das selber vorgelesen hat. Also, dass ich dann jetzt nicht vorlesen musste. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend vorzulesen, weil ich weiß nicht, beim Lesen, ich sage viel zu oft das Wort das ist mir aufgefallen. Das muss ich irgendwie in den Griff ziehen. Was denkt ihr darüber? Was soll ich darüber denken? Gero war ein selbstgerechter Narr, wie es alle Weltverbesserer sind. Solange es gut läuft, feiern sie sich als große Heilsbringer. Sobald sie aber scheitern, ist die böse, böse Welt daran schuld und muss dafür zahlen. Wie sagt der weise Eremit so schön, Idealist ist man so lange, bis es beginnt, weh zu tun. Er wäre wirklich besser beraten gewesen, mit seiner Medam in Flussheim zu bleiben. Das ist doch Unfug. Würde jeder nur an sich selbst denken, würden wir immer noch in Höhlen leben und Bären sammeln. Die Welt braucht Idealisten. Fürchte fast, da habt ihr recht. Ja, manchmal braucht man wirklich Idealisten. Wenn jeder in erster Linie an sich selbst denken würde, hätten die Huren vollere Geldbeutel, die Braumeister leerere Fässer und die Tyrannen weniger Gefolge, dass sich für den richtigen Gott oder die wahre Nation gegenseitig die Kehlen aufschneiden würde. Dann gehen wir nun nach A? Ja. Ich habe hier zwei Teleportrollen, die uns direkt nach Flussheim bringen. Nehmt eine davon und trefft mich in der Flussheimer Taverne, wenn ihr aufbrechen wollt. Ich habe dort noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ach, und ich denke, wir sollten uns fortan duzen. Also, auf bald. Hier ist ein Flussheim. Und weg ist er. Das ist ganz klar die Mutter der Nacht. So, jetzt sind wir hier allein. Und Teleport-Dinger, hat er gesagt. Rezept Ambrosia, kann ich das lernen? Ja, das habe ich nur so. Achtung. Chaos-Modum, lerne ich mal. Zauberbuch gießen davon. Ich finde super, dass hier das mit dem Auge angezeigt wird, dass wir das schon hatten. So, ihr habt einen Änderungspunkt erhalten. Nice. So, sonst haben wir hier nichts. Teleport nach Flussheim. Machen wir nochmal eben. Ich wollte schon sagen, hab ich sie jetzt verkackt oder wie? Schreitet wohl. Was? So, wir sind in Flussheim. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus. Hoffentlich kommen die Neuen.